Ich war in der Mittagspause in Biebsau an der Kläranlage, habe um Erlaubnis gefragt. Die Mitarbeiter haben mir gestattet, vom Turm einige Aufnahmen zu erstellen. Ja, was gibt's da zu sehen? Also da guckt man Richtung Wäldchen, das ist der Hochwasserdamm. Als Kind sind wir hier, da wo diese Barriere ist, da das rot-weiß gestreifte immer runtergerodelt. Also schon ein Ort der Kindheit, wo ich ehrfurchtvoll runterblicke. Ich habe auch mal Freunde gefragt. Jeder hat mir bestätigt, dass wir eigentlich jeden Winter Schnee hatten und wir haben das Ganze als Rodelbahn benutzt. Ja, und das frühere Pappelwäldchen oder auch Böttigerwäldchen ist mit Raps umgeben. Pappelwäldchen trifft auch gar nicht mehr zu. Man hat einen Großteil der Pappeln entfernt und hat andere Bäume gepflanzt. So nach und nach kommen am Rheinufer auch die Pappeln weg, denn sie haben schon ein gewisses Alter und die fangen dann morsch zu werden und es ist ja für Fußgänger gefährlich, da drunter vorbeizulaufen. Ja, rechts zum Biebesheimer Damm hin sind die Almen und auf der anderen Seite des Damms sind die Gernsheimer Almen. Bei den Gernsheimer Almen handelt es sich um ehemaliges Almendgut der Stadt Gernsheim. Durch den über die Jahre veränderten Rheinlauf wurden die Felder von Gernsheim getrennt. Sie sind per Gesetz zum 01.01.1977 im Rahmen der hessischen Gebietsreform nach Biebesheim gekommen. Gernsheim hat meines Wissens keinen Ausgleich dafür erhalten. Ja, also unsere Nachbarn ist ja noch Almendfeld und Klein-Ruheim gekommen, also die haben eigentlich genug Fläche. Ja, hier am Damm, das war für uns Kinder das Biebesheimer Wintersportgebiet. Wir haben noch die Zeit erlebt, wie es keinen Vogelpark, Hühnerpark und auch sonstige Gärten gab. Das war alles sehr tief gelegenes Gebiet und ja, da stand Wasser drin und wir haben da immer unsere Kaulquappen gefangen. Ja, so hat einer dann im Laufe der Zeit in seinem Garten eine stattliche Anzahl von Fröschen gehabt. Ja, ganz hier hinten, wo die Bäume blühen, ist das Biebesheimer Wäldchen oder Biebesheimer Wald. Ja, und auch wirklich schön hier zum Spazieren zu gehen oder auch mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, wie wir Kinder waren, da war am Wagenrad und an der Rheinapotheke, vielleicht noch ein Haus weiter, dann Biebesheim zu Ende. Ei, der Rudi geht spazieren mit dem Hund. Ja, und am ehemaligen Bauhof der Firma Krumbolz ist ein neues Viertel entstanden, sind schöne Häuser da anzuschauen, also ist wirklich ein stattliches Gebiet geworden. So, das Filmchen geht jetzt wieder dem Ende entgegen. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Passt auf euch auf und tschüss.